Du bist zu sehen. Ich bin zu sehen. Ja. Sehr schön. Ja, wir haben hier eine Sondersendung und begrüßen hier den Bürgermeister von Borkheide, den Andreas Kreibig. Andreas, wir sind hier wegen Corona und natürlich die Einwohner hier von Borkheide sind natürlich auch ein bisschen besorgt, wie anderswo auch, und stellen sich Fragen, was nun passiert mit den ganzen Veranstaltungen und dergleichen mehr. Kannst du dazu schon Belastbares sagen? Ja, hallo Lutz. Es ist nicht so einfach jetzt heute hier zu sein, weil Telefon steht natürlich nicht still. In den Verwaltungen gibt es momentan viele Krisensitzungen, das spricht vom Landkreis über das Amt, Brück, und auch gemeinsame Sitzungen zwischen den Hauptverwaltungsbeamten und dem Landkreis heute noch. Mit Stand von jetzt haben wir wie spät, 11.25 Uhr, ist es so, dass es im Amtsbereich Brück keine Corona-Verdachtsfälle und auch keine dementsprechenden Corona-Erkrankungen gibt, Stand der Dinge von jetzt. Mhm. Ja, kann sich natürlich stündlich und so weiter ändern, weil wir ja nicht wissen, wie viele Leute suchen Ärzte auf und wer lässt sich testen. Und momentan ist es auch so, dass es noch keine Entscheidungen gibt zu Veranstaltungen. Mhm. Aber ich denke mal, in den nächsten Stunden oder in den nächsten 2-3 Tagen werden eine Entscheidung kommen, wie lange wir öffentliche Veranstaltungen nicht durchführen sollten oder dürfen. Da kann ich dazu mehr Auskunft geben, wie das auch aussieht. Schule, Kita ist ja eine Entscheidung wahrscheinlich so des Landes, weil jetzt gibt es ja einige Bundesländer, die ab heute bzw. Montag ihre Schulen und Kitas schließen, Saarland, Bayern. Ja. Und da gehört wohl jetzt auch bald Nordrhein-Westfalen dazu. Das ist natürlich eine erhebliche Belastung für alle, für die gesamte, für die Familien als erstes natürlich und als weiteres natürlich auch eine wirtschaftliche Belastung, können wir uns alle vorstellen. Wenn zum Beispiel nur Willemann-Borkheide-Burgwalde so circa 550 Kinder nicht mehr in die Einrichtung gehen können. Das heißt, komplett nicht in die Einrichtung gehen können. Das sind total zu. Ja. So ist der Stand der Dinge. Also das heißt, ich habe nicht die Möglichkeit in die Schule, ich habe keine ITBA-Betreuung, keine Kita-Betreuung, kein gar nichts. Ja. Und das wird natürlich genauso die Tagesmütter betreffen, die dann auch nicht mehr öffnen dürfen. Ja. Ist jetzt mal meine Vermutung. Aber wir werden mal abwarten, wie sich das heute im Laufe des Tages ergibt, was sich ergibt, wie die Informationen kommen. Dann werden wir vielleicht morgen Vormittag nochmal, wenn du Zeit hast, eine Sendung machen. Und ansonsten, wie gesagt, die Informationen, die ich bekomme, leite ich natürlich weiter von euch. Und die sind dann auch auf der Amtsseite im Internet zu sehen und auf unserer Borkheider-Seite, normaler Internetseite, sind die Informationen, werden dann auch dorthin geliefert. Und mehr können wir im Moment nicht tun. Also keine Panik. Jetzt sag ich mal den schlauen Spruch auf der Titanic. Ja, also immer relativ verlassen bleiben, auch wenn es schwerfällt. Und nicht in Panik verfallen. Die Zeit wird noch schwer genug. Wenn wir uns vorstellen, dass vielleicht ab von morgen an oder von Montag an die Schulen und die Kitas 5 Wochen geschlossen sind, ist das ein erheblicher Einschnitt hier ins gesamte Leben in diesem Ort, in unserem Ort und auch im gesamten Land natürlich. Also, ja, wir stehen ja auch noch im Kontakt. Man muss sich aber vorstellen, man kann sich das weiterdrehen. Stellt man dann den Bahnverkehr ein? Stellt man den öffentlichen Nahverkehr ein? Wie verfährt man damit? Für mich auch noch völlig unklar, weiß ich nicht. Das Leben hat noch nie so still gestanden. Nee, jetzt steht dann komplett still, ja. Na, also wir stehen dann auch noch im Kontakt mit dem Amtsdirektor, aber auch der hat wenig Zeit. Und ja, die Verwaltung ist dabei. Wir hatten ja gestern noch Gemeindevertretersitzung. Ich habe da spöttischerweise gesagt, vielleicht die letzte in diesem Jahr. Die Verwaltung ist dabei. Wir waren auch da, ich war auch ein bisschen mit involviert, eine Notverwaltung aufzubauen, wenn wirklich gesagt wird, auch die Verwaltung müssen schließen. Es gibt ja gesetzliche Regelungen, wie zum Beispiel Geburten und Sterbefälle, die müssen innerhalb, wenn es nicht außer Kraft gesetzt wird, aber 3 Tagen beurkundet sein. Und es gibt ja auch noch andere Verwaltungstätigkeiten. Kann natürlich auch sein, es braucht irgendjemand eine Bescheinigung. Aus dem Einwohnermeldeamt muss es ja irgendwo gewährleistet sein, dass es möglich ist, das zu bekommen. Weil, sag mal, wenn jetzt die Einrichtungen 5 Wochen geschlossen werden, könnte man sagen, wir schließen jetzt 3 Wochen bis Ostern alle anderen Einrichtungen. Und 3 Wochen ist eine lange Zeit, da läuft viel auf. Da läuft viel auf in der Verwaltungstätigkeit. Also das ist das eine. Und wie gesagt, das andere, die Versorgung der entsprechenden Anwohner und Einwohner muss ja auch gewährleistet bleiben. Mhm. Ja. Okay, also es gibt im Prinzip noch keine wirklich belastbaren Entscheidungen. Mhm. Wir warten da stündlich drauf, minütlich. Momentan gibt es ja Informationen auf der Internetseite des Amtes und bei uns, die eingestellt sind, die ihr auch schon veröffentlicht habt. Ja.
oder die auf unserer Seite die hinter uns stehen. Das sind jetzt die aktuellsten. Die sind zwar von gestern, ja, aber momentan ist das halt die aktuellste Mitteilung, die da ist. Ja, wir schauen, was wir für Informationen kriegen. Du hast ja gesagt, du bringst zeitnah Informationen entweder ins Netz oder an uns und wir geben sie dann weiter, so wie die da sind, über die Kanäle, die möglich sind momentan. Ja, so wie die da sind, gehen die weiter. Okay, na dann will ich dich nicht weiter aufhalten. Du hast sicherlich zu tun. Du hast ja gesagt, Telefon bleibt nicht mehr stehen. Nee. Du hast halt fleißig zu tun. Wir werden sehen, ob wir in den Winterschlaf im Sommer verfallen oder ja, wie es weitergeht. Wie gesagt, Fußball ist schon... Ja, in den unteren Klassen ist alles abgesagt. Da geht es ja in erster Linie für die Vereine nicht ums große Geld verdienen. Bei einigen ist schon ein bisschen, bleibt auch schon ein bisschen Geld natürlich in der Kasse drin, weil ich kann mir auch nicht vorstellen, wann will man die Spieler alle nachholen. Ist nicht machbar. Und im Gleichen sieht man ja, es gibt ja auch schon Verbände, die ihre Meisterschaften einfach beendet haben. Eishockey, sagen wir mal. Da gibt es nichts mehr. Ja, und bei den anderen müssen wir mal. Naja. Gut, ist flächendeckend in ganz Deutschland. Wir haben dann Deutschland beziehungsweise so, ja. Europa. Ja, ja. Oder auf der ganzen Welt. Ja, genau, auf der ganzen Welt, richtig, ja. Schauen wir mal, was kommt. Wir melden uns, sobald es Neues gibt. Und wie gesagt, du gibst ja Informationen weiter. Zur Not komme ich morgen nochmal vorbei. Ja. Und der Amtsdirektor meldet sich auch nochmal. Da kriegen wir den Hoffe ich, dass er Zeit hat. Na, ich habe mit ihm Kontakt gehabt. Er sagt, er ruft mich an, wenn er weiter Zeit hat. Da werden wir uns dann wohl auf die Socken machen, mal hinfahren, weil der hat, glaube ich, nicht so viel Zeit. Er hat jetzt, glaube ich, gar keine Zeit. Na? Also, der hat gar keine Zeit, ich sag mal, noch für andere Dinge. Ja. Also, das ist jetzt gerade die Hochphase. Okay, vielen Dank für dein Statement. Der Oberbürgermeister Andreas Ortsbürgermeister. Ja. Ich falle immer wieder in mein altes. Der Bürgermeister von Burgheide, Andreas Kreibisch. Wir werden sehen, was passiert. Ja. So bis später. Ja. Tschüss. Tschüss.